So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir in Jarlaheim den Gavin abgearbeitet und haben da auch schon mal so einen kleinen Geschmack zur Teufelsschlucht erhalten. Und haben uns jetzt wieder zu den Sunfies begeben, wo wir ja immer noch den Log züchtigen müssen, dass er ja so etwas getan hat. Und wir haben aber die Hühner gefunden, die waren nämlich in irgendeinem Silo versteckt. Da hat nämlich irgendjemand die armen kleinen süßen Hühnchen versteckt und ich gehe davon aus, dass es der Tristan gewesen ist. Warum ich schwitze? Ich glaube, ich werde krank oder ich bin gegen Hühner allergisch. Wir sehen uns, ich muss mich jetzt hinlegen. Was, Mama? Ob ich etwas über die Hühner weiß? Nein, wie kommst du denn darauf? Das sind ja nicht die Hühner von der Sunfeed Farm. Dort habe ich doch 6 Hühner genommen. Hier sind nur 5. Ups. Ich meine, die Luke gestohlen hat. Du glaubst mir doch, Mama, deinem eigenen Sohn? Aber ich war es nicht. Mama, warum guckst du mich so gruselig an? Wenn ich es jetzt nicht zugebe, wirst du mich den Hass des Goldspurs spüren lassen? Boah, na gut, ich gebe es ja zu. Ich habe die Hühner gestohlen, aber dieser verdammte Luke hatte doch meine Schwester in seinen Bann gezogen. Das durfte er doch nicht. Ich muss das Verhältnis beenden, das verstehst du doch, oder? Du hattest ihn verboten, sich zu treffen. Deswegen wollte ich, dass alle glauben, dass er ein Team sei. Es guckst du wieder so gruselig. Na gut, ich erzähle alles. Ich habe einen Knopf von Isoldes Bluse genommen und ihn beim Hühnerschall in der Sandfeed liegen lassen, als ich deren Hühner klaute. Alles hat geklappt wie geplant. Luke wurde beschuldigt und Isolde hat mit ihm Schluss gemacht. Es hat besser funktioniert als eigentlich geplant. Luke hat sogar zugegeben, die Hühner gestohlen zu haben. Er muss gedacht haben, dass es Isolde gewesen ist. So, Mama, jetzt habe ich alles erzählt. Es ist doch alles wieder gut, oder? Nein? Strafe? Deinem eigenen Sohn? Bitte, Mama. Bitte, bitte, bitte. Tristan, mein Sohn, du hast den Namen der Familie Goldspurn in den Schmutz gezogen. Du musst eine Strafe bekommen. Rechne damit. Jetzt will ich dich erst einmal nicht mehr sehen. Ich gehe in dein Zimmer und bleibe dort. Jetzt! Oh, es war also nicht Log, der die Hühner gestohlen hat. Es war mein eigener Sohn. Ich wage mich nicht mehr vorzustellen, was passiert, wenn ich Angus davon erzähle. Er wäre wohl besser, das Ganze erst einmal geheim zu halten. Wir müssen ihn so den Log finden, Vivian. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir suchen sollen. Sie könnten überall sein. Hannibal und Alexander, was kichert ihr denn so? Wisst ihr etwa, wo sie sind? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit wissen das die kleinen Kinder. Hallo? Hihi, wir wissen, wo Isolde und Luke sind. Wir werden es aber nicht verraten. Hihi, Hilfe, Mama, schau uns nicht so an. Wir wissen nicht, wo Isolde ist, aber sie hat sich sicher in ihrem Tagebuch geschrieben. Wir können natürlich nicht lesen, was dort steht, aber du könntest es vorlesen, wenn wir dir sagen, wo es ist. Hä? Vielleicht machen wir es aber auch nicht. Hilfe, Mama, wir haben Angst, wenn du so guckst. Nein, wir wollen nicht ohne Abendessen ins Bett. Wir werden alles erzählen. Das Buch ist in der Kiste. Uff. Vivian, kannst du es holen, sodass Mama nicht mehr sauer auf uns ist? Bitte. Welche Kiste denn? Leere Kiste, die ist bestimmt da drinne. Oder? Nein. Hä? Och, Kinder, welche Kiste denn? Ist auch nichts. Ich sehe keine Kiste. Oder muss ich dort rein? Versuchen wir unser Glück. Ja. Natürlich. Ah, so einfach geht das auch. Alles klar. Na, da wollen wir mal gucken, wo sich die beiden jetzt versteckt haben. Ich soll das Tagebuch. Ich kann doch nicht das Tagebuch meiner eigenen Tochter lesen, doch es bleibt mir heute nichts anderes übrig. Hannibal und Alexander, mit so etwas spaßt man nicht. Ihr geht jetzt erst einmal essen. Kein Nachtisch für euch. Haut ab. Boah. Dann schauen wir doch mal.
Da steht etwas von einem Baumhaus im Grüntal, aber nicht wo genau es sich befindet. Das ist ein sehr großer Wald. Wir suchen also die Nadel im Heuhaufen. Warte, hier steht etwas Interessantes. Das Baumhaus ist so schön, obwohl es so alt ist. Ich frage mich, wer es gebaut hat. So ein Glück, dass wir es gefunden haben. Wir fragten uns nur, wie wir es wiederfinden würden, doch Locke entdeckte spezielle Büsche, die den ganzen Weg bis zum Baumhaus wachsen. Wäre ihm nicht die Büsche mit den weißen Blüten aufgefallen, hätten wir es nie wiederfinden können. Jemand muss all das vor langer Zeit geplant haben. Jedes Mal, wenn ich zum Baumhaus reite, reite ich einfach den Weg zum Grüntal entlang hinter der Pferdekoppel und suche nach dem ersten Busch. Dann ist es ganz einfach, zum Baumhaus zu gelangen. Sie muss die Koppel hier unter der Mühle meinen. Ich verstehe jedoch nicht, was sie mit diesen speziellen Büschen meint. Es gibt doch keine Büsche mit weißen Blüten im Grüntal. Was sollen wir tun, Levin? Das hat ja nicht so besonders geholfen. Was? Das ist genau das, was dir noch gefehlt hat, um sie zu finden. Na gut, ich vertraue dir. Komm sofort zurück, wenn du sie gefunden hast. Viel Erfolg. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mir die Frage, komme ich hier runter? Ich hoffe doch. Grüntal. So. Und Starshine reitet ja auch. Also was heißt reitet? Läuft hier auch noch irgendwo lang. Grünbüsche. Aha. Ach hier. Ah. Hau ab. Was machst du hier? Hast du nicht schon genug kaputt gemacht? Wir werden die Leiter nicht runterlassen. Du wirst auch nie die andere Leiter finden. Die haben wir nämlich versteckt. Au, warum schlägst du mich, ich sollte? Ich habe doch nicht verraten, dass wir sie auf der Klippe über dem grauen Tor versteckt haben. Au, warum schlägst du mich? Sie wird den alten Druidenstein nie... Au! Finden. Druidenstein. Oh. Ja, die Sandfies, dass es sich doch so lange jetzt hinzieht. Berg muss. Aber ei, hier sehe ich ja schon das Schloss der Baroness. So, wo ist denn jetzt hier der Druidenstein? Was hat denn hier so gerade so komisch geknurrt, gebrummt? Folgt er mir jetzt? Na komm mal mit, Schätzelein. Och Gottel. Ah, es folgt mir. Das muss ich bestimmt dann zum Mandy bringen, oder? Also Mary. Ich glaube, hieß sie Mary. Och Gottel. Kommt er hinterher? Ja, okay. So. Wir warten hier das Baumhaus. Hier. Hier, ne? Okay. Tja. Du hast die Leiter gefunden. Na gut, aber wir werden die Strickleiter einfach hochziehen. Also spielt es keine Rolle. Du willst nur reden? Was willst du denn? Was willst du? Tristan hat die Hühner gestohlen? Warum denn? Ich weiß, dass er mich einfach nur beschützen will, aber er muss mir einfach vertrauen. Locke ist ein toller Kerl, er würde mir nie etwas Schlechtes antun. Tristan ist so dumm. Warum interessiert es ihn überhaupt, mit wem ich mich treffe? Wissen denn alle, dass Locke unschuldig ist? Gut, wir haben schon großen Hunger. Es ist also schön, endlich wieder nach Hause zu können. Wir müssen nur erst packen, dann kommen wir. Gib Mama Bescheid und sag, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Aber du, Vivian, versprich, dass du niemandem erzählst, wo das Baumhaus ist. Versprichst du das? Unsere Eltern dürfen das nie herausfinden. Hier können wir uns treffen, selbst wenn sie es verbieten. Alles klar. Ja, geben wir mal der lieben Idun noch Bescheid. Oh, Starshine. Halt die Frage, sollen wir mal Starshine einfach mal folgen? Irgendwann mal. Kommen die durch? Ja, okay. Das arme kleine Ding, ne? Da muss ich den ganzen Weg mit uns hier mitreiten.
Mensch. Warum liegt denn auch so viel Müll hier rum? Hast du sie gefunden, Vivian? Hurra, es geht ihnen gut und sie kommen bald heim. Danke, Vivian. Ich werde ein Willkommensfest vorbereiten. Ich muss mich beeilen, Vivian. Du kannst später wiederkommen. Alles klar. Machen wir. Jetzt werden wir erstmal das kleine süße Eselchen zur Mary bringen. So, und dann können wir ja eigentlich in eine nächste Aufgabe in Angriff nehmen. Und dann haben wir Jarlaheim ja auch schon wieder erfolgreich aufgeräumt. Ich glaube bei Fort Pinta. Was war denn Fort Pinta? Da war auf jeden Fall ja hier James mit seinen Albträumen. Aber es war die Frau Hoosworth. Was war denn da noch? Ach, das war ja das Kartenstück. Das war ja diese Schatzsuche. Wo wir ja dann noch die vierte Karte, glaube ich, finden müssen, ne? Und damals haben wir beim Silvergate Landgut ja noch unseren wundervollen Koch, der ja versucht, die wundervolle Courtney von ihrem Glück zu überzeugen, für ihn arbeiten zu dürfen. Dann haben wir ja noch Agnes, Agneta und Björn. Gretchen haben wir noch und das war's eigentlich so von den ganzen Aufgaben, die auf uns warten. Na gut, nehmen wir haben noch den Andy, stimmt, mit seinem Geocaching, das gibt's ja auch noch. Aber jetzt haben wir immerhin ein kleines süßes Eselchen gefunden und ich bin gespannt, wo sich die anderen verstecken. Das heißt verstecken. Ach, da ist es. 1 von 20. Ja. Yay. Sehr schön. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir eigentlich jetzt einfach mal Tintoretto. Das liegt ja auf dem Weg jetzt. Beziehungsweise die liebe Talia oder Talia. Der wundervolle Buchladen. Der hat ja auch eine Aufgabe für uns. Dass man nicht doppelt einfach mal springen kann, das verstehe ich auch nicht, warum das nicht möglich ist bei den Pferden. Stimmt's, Norbert? Genau, du stimmst mir zu. So. Die großartige und grandiose Talia und ihre berühmte Theatertruppe möchte hiermit bekannt geben, dass alle Einwohner von Jarlaheim bald erstklassiges Theater und Schauspiel genießen können. Bei den Informationen folgen. Auf der Unterseite des Plakats steht eine kleine Notiz. Schauspieler gesucht, bitte zum Vorsprechen in die Jarlagasse 13 kommen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal die Anerkennung, die uns gebührt. Wo ist denn Jarlagasse 13? Nicht hier. Hä? Siehst du irgendwas, Snowbot? Nee, ne? Das ist irgendwo ausgeschildert. Ah, hier gibt es ja auch noch was. Ach du großer Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen. Eine Schmiede? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ahne schon sehr Schlimmes. Es ist ja bestimmt, wenn wir dann die Bürgermeisterin gerettet haben, dass sie dann sagen, oh mein Gott, was hat denn mein Sohn nur mit Jarlaheim gemacht. Wir müssen das ja wieder auf Vordermann bringen und dann geht erst der ganze Spaß los. Ich sag's euch. Das ist meine Theorie. Und wo ist denn jetzt hier dieses blöde Ausrufezeichen? Meine Güte. Kann mich doch nicht so doof anstellen. Jarlagasse 13. Wo ist denn hier Jarlagasse 13, Jill? Ich habe mich verlaufen. Bitte hilf mir mal, bitte. Die ist wieder hier oben. Oder, warte mal. Ist es das hier? Johns Weg. Ist das wirklich der richtige Ort? Eine kleine Kellertür in einer Gasse? Von drin ist eine Stimme zu hören.
Ja, ich bin hier leider richtig. Ja, ich freue mich schon jetzt drauf. Sieht es sehr zwielichtig aus. Aha, ich sehe, dass du in Ehrfurcht erstarrst vor dem Talent der großartigen, grandiosen Talia. Bin ich nicht die beeindruckendste Schauspielerin, die du je gesehen hast? Oh, Menschen und Talent versteckt es immer die Sprache bei Aufführungen der großen Talia. Ich bin nun bereit, die Ovationen des Publikums zu empfangen. Die großartige Talia kann sehen, dass du mehr sein willst als nur ein Teil des Publikums. Haben nicht die Gerüchte von der einzigartigen Schauspielkunst der großartigen Talia in die Theaterwelt gelockt? Es ist verständlich, wenn du davon träumst, ein Mitglied der Theatergruppe der großartigen Talia zu werden, aber wir können nicht einfach jeden auf die Bühne lassen. Theater bedeutet, etwas Gewaltiges zu erschaffen. Theater soll den Menschen emotional berühren. Theater ist Drama, Romantik, Tragödie. Das Klatschen des Publikums und der Vorhang fällt, das ist Theater. Wenn du bereit bist, dich im Theaterleben zu widmen, bin ich bereit, dich zu einer Bühnenassistentin der Theatertruppe zu machen. Wenn du deine Arbeit gut machst, lasse ich dich vorsprechen, um deine wahren Talente zu zeigen. Was sagst du dazu? Die großartige Talia kann hören, dass du mit Leib und Seele bei der Sache bist. Du wirst hiermit zu Talias Bühnenassistent Nummer 2 befördert. Das ist eine große Ehre. Als Talias Bühnenassistent Nummer 2 musst du deine Aufgaben gut erfüllen, um das Stück auf die Bühne zu bringen. Deine erste Aufgabe ist es, Bühnenassistent Nummer 1 zu finden, die sich wahrscheinlich irgendwo versteckt und faulenzt. Sie hat den einfachen Auftrag, eine Lieferung von Bühnenrequisiten vom Hafen abzuholen, aber das dauert jetzt schon unglaublich lange. Es würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwo auf dem Weg in ein Café rumhängt. Du kannst sie nicht übersehen, sie trägt immer einen zu kleinen Hut und echt alberne Kleidung. Geht jetzt, die großartige Talia bleibt hier und kreiert Meisterwerke. Würde mich mal interessieren, wenn sie auf den lieben Yitris trifft, wie da eine Konversation aussehen würde. Stimmt, von dem. Ja, gut, von dem haben wir jetzt auch nicht mehr so viel gehört. Vom lieben Yitris. Den haben wir ja mitgeholfen bei seiner Theatertour, die ja etwas, ja, sehr außergewöhnlich gewesen ist. Aber naja. Hallo, tut mir leid, das ist eine etwas seltsame Frage, aber hast du ein Paket erhalten, das nicht bestellt hast? Hat Talia dich geschickt? Du hast das Plakat gesehen und du willst uns helfen? Das ist toll, ich bin Talias Assistentin Melpomeni, aber du kannst mich Mel nennen, so wie es Talia tut. Eigentlich nennt sie mich für gewöhnlich Assistentin Nummer 1, aber es wäre schön, wenn sie mich öfter mal Mel nennen würde. Entschuldige, wir müssen uns auf das Problem konzentrieren. Es ist ein großes Problem und es ist alles meine Schuld. Ich habe ein großes Paket mit schicken Kostümen und Bühnenrequisiten in Jorvik City bestellt, aber ich habe die falsche Adresse auf die Bestellung geschrieben. Ich habe mit Joy X Deliveries gesprochen und sie können nur sagen, dass sie das Paket irgendwo in Jarlheim ausgeliefert haben. Ich bin in der Stadt herumgelaufen, um überall zu fragen, ob ein Paket irrtümlicherweise geliefert wurde, aber ich habe es noch nicht gefunden. Hilfst du mir, an jede Tür zu klopfen und nach dem Paket zu fragen? Natürlich. Natürlich, aber es können ja nicht so viele Türen sein, weil in Jarlheim gibt es ja keine Dorfbewohner. Ein Paket mit Bühnenrequisiten, nein, so etwas habe ich nicht gesehen. Alles klar. Da fragen wir mal dann nach. Oh Gott, ich habe es klöckeln hören. Warum glöckelt das jetzt? Es soll nicht glöcken. Oh nein. Nein, was habe ich getan? Was habe ich denn schon wieder getriggert, dass es hier glöckelt? Okay, so, ja, jetzt beginnt die große Suche nach dem wundervollen Paketchen. Also, was habe ich nicht gesehen? Ich habe es jetzt schon. Okay, gut, da kann ich ja gleich wieder zu der guten Talia reiten. Und jetzt glöckert das wieder. Ich will nicht, dass es glöckelt. Genau, Norbert, reg dich bitte auch mit auf. Ach, da ist sie schon. Das ist Paket gefunden und das Theater gerettet. Du bist also zum Vorsprechen bei Talia gekommen? Du hast ja so ein Glück, diese Chance bekommen zu haben. Sie ist einfach fantastisch. Sie kann Theaterstücke schreiben, inszenieren und schauspielern. Ich würde es niemals wagen, selbst auf der Bühne zu stehen, aber ich bin glücklich, hinter der Bühne zu helfen, solange ich in der Nähe von Talia sein kann. Entschuldige, dass ich dich nicht noch einmal um Hilfe bitte. Aber wir müssen Talias Paket mit Bühnenrequisiten bringen, damit wir loslegen können.
Ja, das wäre auch meine nächste Amtshandlung gewesen. Aha, Teils Assistenten sind im Triumph zurückgekehrt. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Es gibt viel zu tun. Bevor eine Probe stattfinden kann, muss der Raum vorbereitet sein. Assistentin Nummer 1, du kannst damit beginnen, diese ganzen Staub zu beseitigen. Assistentin Nummer 2, wir treffen die Vorbereitung für dein Vorsprechen. Wenn du vorsprechen willst, brauchst du eine saubere Bühne und Plätze für dein Publikum. Hebe alle Stühle vom Boden auf und platziere sie ordentlich vor der Bühne. Dann sieht das hier bald aus wie ein echtes Theater. Finde Stuhl. Achso, soll man den Stuhl finden? So. Achso. Das wird richtig lustig werden. Und da kann ich sagen, Jedris, ich bin eine Schauspielerin. Ich kann mit bei dir mitmachen. Bei deinen Theateraufführungen. Und übrigens, ich bin eine Soberin. Also ich habe schon magische Fähigkeiten, von daher. Ja, nicht das voll platzieren. Das sieht schon besser aus. Assistentin Nummer 2, es ist Zeit für dein Vorsprechen. Es ist Zeit zu sehen, ob du das nötige Talent hast, um Teil der Theatertruppe der großartigen Talia zu werden. Atme tief ein, betritt die Bühne und zeig uns, was du kannst. Achso. Hast du Lampenfieber? Nein, habe ich nicht. Oh mein Gott, Schauspiel. Um zu Schauspieler musst du die richtigen Bewegungen zur richtigen Zeit ausführen. Im Menü links findest du eine Liste aller Bewegungen. Klicke auf ein Symbol für den Charakter diese Bewegung durch. Du kannst jetzt alle Bewegungen ausprobieren, aber wenn du nachher wirklich schauspielerst, geht alles auf Zeit und du musst die richtigen Bewegungen auswählen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du kannst nur auf der Bühne schauspielen und wenn du die Bühne verlässt, hörst du mit dem Schauspieler und auf und auf der Bühne. Okay. Ich will dich lachen sehen. Oh mein Gott, das ist gerade sehr unangenehm zu schauen. Traurigkeit. Ja, weinen. So weint natürlich auch jeder, ne? Dramatische Ohnmacht. Ja, verneige dich zum Abschluss. Ach da, verneigen. Okay. Ha, die großartige und grandiose Talia hat ihr Gespür für Talent nicht verloren. Du hast dich als würdig erwiesen. Sehr schön. Kriege ich jetzt Geld? Bin ich jetzt berühmt? Ha, mit deiner Fähigkeit, dich auszudrücken, hast du die großartige Talia beeindruckt. Du bist jetzt echt das Talent für die Schauspielerei. Willkommen in Thais Theatergruppe. Genug, ich arbeite immer noch an einem Stück, das das Publikum sprachlos machen wird. Und die großartige und grandiose Talia braucht absolute Ruhe, um kreativ zu sein. Assistentinnen, bitte verlasst den Raum. Ich werde euch rufen, wenn die Zeit für die Premiere gekommen ist. Du warst toll, Vivian. Willkommen in unserer Theatertruppe. Warte nur ab, Talia schreibt ein fantastisches Stück für unsere erste Aufführung. Ich werde draußen einen Laden aufbauen, damit wir unsere Bühnenrequisiten und schicke Kostüme zeigen können und die Leute auf uns aufmerksam werden. Ich bin sicher, dass es viele Leute gibt, denen ein paar lustige Brillen oder ein falscher Schnurrbart gefallen. Treffen wir uns außerhalb des Theaters, damit Talia ein bisschen mehr Platz hat. Ich kann es kaum erwarten, unser erstes Stück zu spielen. Es wird fantastisch, Talia auf der Bühne zu sehen. Und dich natürlich auch. Du kannst jederzeit wiederkommen, um deine Schauspielkünste zu trainieren. Komm einfach auf die Bühne. Du kannst auch ein paar Freunde mitbringen. Talia hat bestimmt nichts dagegen. Komm jederzeit wieder, um zu üben. Ehe du dich versiehst, hat Talia ein fantastisches Stück geschrieben. Oh Vivian, bitte nimm diesen falschen Bart als Willkommensgeschenk in unsere Theatertruppe. Er gehört zu meinen Lieblingsrequisiten. Ich bin mir sicher, du wirst damit auch viel Spaß haben. Okay. Alles klar. Nein. So, jetzt bin ich Schauspielerin. Jetzt bin ich Teil einer wundervollen Theatergruppe. Ich freue mich wie ein Wind. Ich bin jetzt Mitglied bei den Flying Fox Theatergruppe. Bin jetzt auch noch Schauspielerin. Also ich kann eigentlich alles machen. Ja.
Und dann bin ich ja gespannt, wann wir das nächste Mal mit Talia in Berührung kommen werden. So, aber ich würde einfach sagen, in der nächsten Folge werden wir uns noch um die Susanna kümmern und da vielleicht die Reitbahn und diesen Reitwettbewerb freischalten. Dann werden wir zu Doreen laufen. Dort nochmal ganz höflich nachfragen, ob wir ihr denn nicht zur Seite stehen können, bei was auch immer sie zu tun hat. Und dann werden wir unser Frau Hulswurf aufmachen, die Hauptquest weiterbringen und ja, mal schauen, was uns da noch alles erwarten wird. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und dass ihr in der nächsten Folge von Star Stable Online wieder mit dabei sein werdet.